Das ist Janusz Korczak, aber sein richtiger Name lautet eigentlich Henryk Goldsmith. Er wurde ungefähr in den Jahren 1878-79 in Warschau geboren. Sein genaues Geburtsdatum ist leider nicht bekannt. Am 5. August 1942 starb er im Konzentrationslager Treblinka zusammen mit seinen Heimkindern. In seinem Glauben war er ein liberaler Jude, der engen Kontakt zu Katholiken pflegte. Aber zurück zum Anfang. Seine Eltern erzogen ihn liberal mit polnischer Prägung. Für ihn bekam Religion erst später in seinem Leben eine größere Bedeutung. Er war sowohl Pädagoge als auch Arzt und Schriftsteller. Während dem Medizinstudium betreute er Kinder im Warschauer Armenviertel. Später wurde er Heimleiter in Nazdom und Mitarbeiter in Dom Sierot. Bis der Zweite Weltkrieg losbrach und die Nazis einfielen. Dabei wurde er erst ins Warschauer Ghetto und später ins KZ Treblinka gebracht, wo er dann starb. Gut soweit, aber was hat ihn zum Reformpädagogen gemacht? Er hat das Zusammenleben im Heim gemeinsam mit den Kindern geregelt. Janusz Korczak verwendete ein Selbstverwaltungssystem. Es gab in seinem Heim zum Beispiel die Heimzeitung, die Dienstpflicht, die schriftliche Anzeigetafel und das Kameradschaftsgericht. Zu Korczaks Zeiten war es üblich, dass alles von der Laune und vom guten Willen des Erziehenden abhängig war. Das heißt, dass der Ältere den Jüngeren mit unangefochtener Autorität belehren und Gehorsam fordern durfte. Das war aber nicht im Sinne von Janusz Korczak. Sein Ziel war die volle Gleichberechtigung der Kinder zu den Erwachsenen. Der Schutz des Kindes sollte nicht länger darin bestehen, dass die Erziehenden das Beste für die Kinder wollen, also diesen nur aus Nächstenliebe keine Gewalt oder anderes Unrecht antun, sondern der Schutz der Kinder sollte gesetzlich festgeschrieben sein, so dass mit den Kindern aufgrund gesetzlicher Bestimmung gut umgegangen wird. Das geschah zum Beispiel sehr anschaulich beim Kameradschaftsgericht. Bei diesem hat sich Janusz Korczak mehrfach selbst angezeigt, wenn er einen Fehler bei seiner Erziehung gemacht hatte. Das Kameradschaftsgericht bestand aus von Heimkindern selbst gewählten Richtern, die über das Strafmaß urteilten. Das Gericht sollte den Kindern auch signalisieren, dass ihre Angelegenheiten ernst genommen wurden. Janusz Korczaks Erziehungsziel war die Selbstständigkeit und die Selbstverantwortung durch aktive Beteiligung, sowie dass neben dem Kameradschaftsgericht auch bei der Heimzeitung, der Dienstpflicht und der schriftlichen Anzeigetafel der Fall war. Wenn man heute Janusz Korczak erwähnt, dann meist auch wegen seiner Idee mit der Deklaration der Rechte des Kindes. Darin werden unter anderem drei wesentliche Rechte des Kindes genannt. Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist, nämlich Kind und nicht ein unfertiger Erwachsener. Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Der Erwachsene soll dem Kind nicht die Gegenwart stehlen durch unnötiges Konfrontieren des Kindes mit der Zukunft. Und das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod. Das meint, dass die Kinder nicht überbehütet werden sollen. Janusz Korczak war stets der Ansicht, dass die Macht des Erziehers größer ist als seine Kompetenz.